Das Asthma bronchiale ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege mit dauerhafter Überempfindlichkeit. Als Ursache kann zum Beispiel ein extrinsisches Asthma in Frage kommen. Dies ist die allergische Form bei genetischer Veranlagung zur Atopie auf äußere Reize. Atopie bezeichnet dabei die Überempfindlichkeitsreaktion auf ansonsten harmlose Substanzen aus der Umwelt. Allergieauslösende Botenstoffe bewirken dann eine Verengung der Atemwege. Ein nicht allergisches, intrinsisches Asthma wird ausgelöst durch Reize wie Infektionen, Medikamentenunverträglichkeiten, Arzneimittelnebenwirkungen, die Einwirkung von giftigen oder irritierenden Stoffen sowie bei besonderer körperlicher Anstrengung wie auch bei der Refluxkrankheit. Im Rahmen der Pathogenese kommt es zunächst zu einer Entzündung der Bronchien. Allergene oder andere Reize lösen eine Entzündungsreaktion der Bronchialschleimhaut aus. Hier spielen neben Mastzellen und deren ausschüttenden Botenstoffen eosinophile Granulozyten und T-Lymphozyten eine wichtige Rolle bei dieser Entzündungsreaktion. Zudem kann auch eine mangelnde bronchiale Reinigung, also ein mangelndes Clearance, vorliegen. Die Obstruktion als Verengung des Lumens der Atemwege entsteht infolge von einem Schleimhautödem, einer geschürten Schleimhautsekretion, welches man als Hyperkrinie bzw. Dyskrinie bezeichnet, und von Bronchospasmen, also einer Verkrampfung, der glatten Muskulatur der Bronchien. Symptomatisch kommt es bei einem Asthmaanfall zu einer akut auftretenden Luftnot, vor allem bei der Ausatmung. Diese ist erschwert und von einem expiratorischen Stridor begleitet. Es kann teilweise zu Husten und Hustenanfällen kommen, welches bei Kindern dominierend ist, und durch die Dyspnoe, also die Atemnot, kommt es zu Angst, Unruhe, Sprechschwierigkeiten und zu Übelkeit. Es kann zu Fehlen von Symptomen in beschwerdefreien Intervallen kommen. Im Rahmen der allgemeinen Diagnostik wird eine Spirometrie, also Lungenfunktionsprüfung, durchgeführt. Hier wird zum Beispiel die Vitalkapazität ermittelt, welches das Gesamtvolumen der ein- und ausgeatmeten Luft misst. Zusätzlich wird die 1-Sekunden-Kapazität ermittelt. Zudem wird der PEF-Wert, der Peak Expiratory Flow, ermittelt. Dies ist der maximale Luftstrom bei der Ausatmung und wird zum Beispiel mittels Peak-Flow-Meter gemessen. Daneben werden auch Allergietests durchgeführt. Fertigt man ein Röntgenbild bei einem Anfallsgeschehen an, so kann eine vermehrte Strahlentransparenz, eine schmale Herzsilhouette sowie ein tiefstehendes Zwerchfell beobachtet werden. Im Rahmen der Akutdiagnostik steht zunächst eine Inspektion im Vordergrund. Hier können Atemnot, Zyanose, Husten und ein verstärkter Einsatz der Atemhilfsmuskulatur beobachtet werden. Bei der Palpation kann ein verminderter Stimmfremitus ermittelt werden und es kann eine verminderte Atemexkursion ertastet werden. Bei der Perkussion können tiefstehende, kaum verschiebbare Lungengrenzen ermittelt werden. Zudem kann ein hypersonorer Klopfschall auftreten. Bei der Auskultation kommt es zu verstärkten Atemgeräuschen bis hin zu der sogenannten Silent Chest. Bei der Funktionsprüfung ist die 1-Sekunden-Kapazität deutlich erniedrigt. Therapeutisch steht die Wegnahme der Reizstoffe im Vordergrund. Zudem möchte man den Abtransport des Schleims unterstützen. Zusätzlich können Medikamente wie Glukokortikoide oder auch Sympathomimetika inhaliert werden. Hinweise auf einen lebensbedrohlichen Anfall sind zum Beispiel eine Tachykardie, also ein beschleunigter Herzschlag, hier mit Schlägen über 140 pro Minute, eine erhöhte Atemfrequenz mit über 35 pro Minute, in der Auskultation die Silent Chest sowie im EKG beobachtete Herzrhythmusstörungen. Darüber hinaus sind auch eine flache Atmung sowie Erschöpfungssymptome ein Hinweis auf einen lebensbedrohlichen Anfall.